Die lange Gräten, was geht ab, Nick? Was geht? Nee, du siehst eigentlich fresh aus, Digga. Ja, finde ich auch. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen aus Mallorca. Wir sind gerade eben erst aufgestanden. Wir sind schon ein paar Tage hier. Mega geiler Urlaub bis jetzt. Nick ist am Start, den kennt ihr ja schon aus anderen Videos von mir. Wir fahren jetzt kurz zum Einkaufen. Ein paar gesunde Sachen müssen natürlich gesnackt werden. Ne? Frühstück muss geholt werden. Mandelmilch, ganz wichtig. Milch. Haferflocken. Sehr gut. Erstmal ganz wichtig, Musik anmachen, Leute. Wir können den einen Copyright-Song hören, weil den kann ich sogar drin lassen. Ja, der ist super. Der ist super. Einer auf Montage. Einer auf Messi-Montage-Lied, Leute. Das war echt geiles Lied. Der Gärtner ist auf der Kamera drauf, Leute. Wir zeigen euch das Haus nach dem Einkaufen. Jockey Zell. Digga, das Tor ist kaputt. Schau mal, wie groß er ist. Digga, was ein Headglitch, Bro. Mensch, das ist ein zu krasses Lied auch. Hier, mein Sohn, schieb mal bitte den Wagen. Dieser Supermarkt ist übrigens der größte seit der Erfindung des schnittigen Schnitzbrots. Das ist so riesig hier. Es geht bis ganz nach hinten. Überragend, Junge. Gute, ne? Nick macht gerade noch hohes Pressing in die Käseabteilung. Ey, Nick. Film mich mal kurz. Das haben wir immer in der D-Jugend und so gemacht, diese Aufwärmübung. Macht ihr das auch manchmal bei Profis? So? Ja, schon. Vollkorntoast noch. Das ist für mich. Ich liebe Zinni-Minis. Zurück vom Einkauf. Kann man so das Tor so aufmachen. Und dann hat man direkt so diese Panorama-View hier über die Berge. So, da seht ihr schon mal unser Haus. Da hinten ist die View, Leute. Das ist unser Crib hier für die Woche. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Haustour. Let's go. Können wir noch einmal unseren Größenunterschied zeigen? Okay. Leute, ich bin 1,80. Der Typ ist Basketballer gefühlt. Hier ist so eine riesen fette Fensterscheibe vorne drauf. Ich fühle mich gewiss, wir sind eine Immobilienmakler. Hier geht es direkt zum Wohnzimmer. Ein paar schöne Palmen. Hier nach oben, da geht es zu meinem Zimmer. Können wir euch gleich zeigen. Hier ist Nick sein Schlafzimmer. Der hat halt schon das Bosshafteste, muss man ehrlich sagen. Hier Ankleidebereich. Da noch sein Bett. Hier seht ihr schon mal ein kleiner Sneak Peek. Ein Kollege von uns chillt schon da am Pool. Ja, das Badezimmer ist halt auch echt nice. Geile Dusche und so. Toilette, Badewanne. Hier kann man noch so Stuhl anmachen, den Jacuzzi. Wow. Noch ein Badezimmer, ne, mit Dusche und dort hinten noch mal mehrere Schlafzimmer, wo halt überall Betten verteilt sind. Wir sind halt schon ein paar Tage da, ne, sieht dementsprechend auch ein bisschen aus. Nach oben, Digga, zu meinem Bereich. Terrasse, ne? Ah, okay, hier ist auch nochmal so eine Terrasse mäßig. Hier hinten geht die Terrasse noch weiter und ja, da steht halt unser Mietauto, Freunde. Wir haben die Nachbarn. Echt viele schöne Häuser hier in der Umgebung. Das Bett ist jetzt nicht gemacht, Leute. Gut, Astro habe ich dabei, damit ich meine Videos abmischen kann. Mikrofon, ich werde gleich noch meinen Fußball-Podcast aufnehmen, Leute, mit einem Tabak. Übrigens, Link oben in der Videobeschreibung. Schon seit 6 Wochen, jede Woche eine neue Folge. Riesiger Bereich nach hinten. Hier kann man sich theoretisch auch noch sonnen. Wir haben es schon so Späßchen gemacht, imagine, wir chillen so und dann sind da so 10 Latinas bei dem anderen Haus. Aber bis jetzt leider keine hübsche Nachbarn da gesehen. Sonst hätten wir so den hier gemacht. Komm her! Komm to our party! Kappa. Welcome to our living room right now. Yeah. Das ist natürlich das Schmuckstück, Freunde. Hier chillen wir abends, machen Musik an natürlich, haben da eine coole Anlage. Infinity Pool, oder? Genau, Infinity Pool am Start. Hier frühstücken wir. Haben wir sogar schon Tisch gemacht, ja. Werden gleich zinnmäßig gesnackt. Vor ein paar Tagen haben wir hier sogar auch schon gegrillt. Ah, Freunde, ist schon sehr nice. Ist schon sehr geil. Die Düsen können wir da auch anmachen, ist auch cool. Yeah, richtig wie im Freibad. Ja, ich glaube, das Grundstück geht sogar noch richtig weit nach unten hinaus. Da kann man noch so quasi durch die Büsche so entlang knieten. Aber sonst eigentlich nur diese Rasenfläche. Aber mein Champions League Ball wurde von Nick natürlich schon verschossen am zweiten Tag. Und er hat es mir immer noch nicht gebracht. Geil. Grüße an Gazprom an dieser Stelle. Ich will einen neuen Ball. Jetzt gehen wir noch in den Keller, weil dort ist richtig cool auch. Küche halt noch, ne, Leute? Bevor wir zu dem Raum kommen, das ist natürlich für die Fußballer hier auch ganz wichtig, können wir euch noch hier was zeigen. Waschraum. Und dann geht's hier durch. Hier ist einfach noch quasi wie so ein Heimkino, ne? Beamer ist aufgebaut, Leinwand, Xbox am Start. Und dann bin ich mal kurz die Spiele durchgegangen, die hier sind. Dreimal dürft ihr raten, welches Spiel hier ist.
Der Hausbesitzer hat auf jeden Fall Geschmack, das haben wir nicht mitgenommen. Hier ist noch eine Massageliege. Bei den Jungs war ja auch zweimal schon Physiotherapeut da, ne? Die werden halt massiert und so. Nick, zeig mal jetzt hier den Sportraum. Mach du es ruhig. Dann mach ich es. Das ist echt gut, Freunde. Hier ist eigentlich alles, was man braucht, Nick, oder? Kann man alle Muskelgruppen trainieren? Beine, Oberkörper, Bauch, alles. Diese eine Übung hat der Torwart gemacht, aber der ist jetzt schon weg. Ja, so. Klimmzugsteine auch noch am Start. Kannst du ein Bild einblenden? Das sieht cool aus. Bild? Macht einer so. Ich wollte wieder auf dem Bild. Yeah! Go, go, go! Wir verbringen da echt sehr viel Zeit, ne, an der Tischtennisplatte. Ein oder öfter mal schon eingeschult von mir. Hab gestern gewonnen. Wie viel ist du denn gewonnen? Ja, wow. Einen Satz habe ich geholt. Best of 1. Kurz um die Angabe und dann Best of 1. Okay. Okay, ich hab Angabe. Ein Punkt, ja. Und hier unten kann man nochmal in den Gartenbereich steppen. Nick, jetzt hol mal meinen Ball. Ach, da ist er doch. Ah. Oh, Alter, hier sieht es richtig geil aus, Tim. Komm, Nick. Oh. Ja. Ah, Nick. Ah, Nick. Ah, Nick. Ah. Ich muss in den Bereich schießen, dann mache ich Flugaufball. Ja, okay. Der wird so scheiße aussehen. Erster Versuch. Oh. Komm! Ich kick den Realball jetzt ganz nach hinten, Digga. Nein, Digga. Nein. Ramos! Ramos! Ja, stimmt. Barca, darf ich stehen im Urlaub? So, Leute, wir gönnen uns jetzt hier ein. Jungs! Es ist wieder Zeit. Wer steht an? Wir fahren jetzt gerade zum Mannschaftskameraden von Nick. Da ist er doch schon. Unser Goalkeeper. Zeddy. Tag lieber ein hier links, Alter. Das geht, Alter. Und die Jungs gehen jetzt laufen an der Promenade am Meer entlang. Und ich habe mich hier jetzt dieses E-Bike gemietet, Leute. Extra App gedownloadet. Ich werde einfach hinterher fahren, ja. Weil die machen so Intervallläufe und so. Gar keinen Bock. Das ist so witzig, Alter. Ach, ich muss das mal anschieben, bitte. Ja. Ah, oha, tschüss, Digga. Die Jungs sitzen lang an der Promenade, hier ist mega schön, türkises Wasser, Palmen, Traumfreunde. Ich bin natürlich viel schneller als die Jungs. Ah, da kommen sie, ja. Nick, nimm mal. Da ist Anton. Geht, Digga. Komm, Nick, schneller. Digga, ist einfach so ein lockerer Rauch zum Reinkommen jetzt. Vorher auch richtig schön die Burg von Palma. Da hinten sind die Jungs, aber die hole ich hier ein. Die Jungs müssen jetzt so ca. 70% Sprint laufen. Und das so, ich weiß, 2 Minuten durch. Gönnt euch. Weiter geht's für mich. Tim ist unser Koch. Sag mal, was machst du jetzt hier für uns? Pesto. Klassiker. Der Klassiker, wie jeden Tag. Nick geht jetzt nach dem Laufen gleich noch unten trainieren. Er soll jetzt einmal mit voller Wucht dagegen halten. Ich will, komm. Aber hast du schon mal gemacht? Nee, nicht so oft. Tschüss, Digga. Das sieht echt voll auf den Ellbogen, gell? Ey, ich glaube, so ein Klitschko kann einen safe dann über die Schulter auskugeln, gell? 100%. Jetzt wird noch ein bisschen Deutschland geschaut. Letztes Spiel vor der EM. Auf geht's. Ganz, ganz wichtig, am 10. Juni kommt das Video mit dem FC Barcelona-Spieler. Das wird zu krank. Und danach werde ich zum Eröffnungsspiel reisen. Türkei gegen Italien in Rom und dann auch Deutschland gegen Frankreich. Leute, dieser Monat wird so geil. Ich freue mich mega auf die EM auch. Nick, was machst du eigentlich mit Ernährungsberater schreiben oder was? Abends auch richtig fresh hier, Freunde. Mit dem Pool beleuchtet. Schöne Aussicht hier auch über die Insel.